Ja, hallo Sandra. Hallo. Du willst jetzt den Islam annehmen? Genau, richtig. Boah, perfekt, super. Du hast dich bestimmt schon damit beschäftigt, du weißt, worum es geht, was du da sagst. Kannst du es schon selber aussprechen, das Glaubensbekenntnis, oder soll ich dir helfen? Nee, lieber helfen. Okay. Wenn du sagst, Eschhedu en la ilaha illallah, dann bedeutet das, ich bezeuge, ja, von Herzen mit Aufrichtigkeit, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Allah, der einzige Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums, der mit seinen Namen und mit seinen Eigenschaften über unserer Vorstellungskraft ist. Ja? Und wenn ich sage, Eschhedu enne Muhammad Rasulullah, ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, dann bezeuge ich damit, dass ich an das, was der Prophet Mohammed uns gebracht hat, also glauben muss, dass ich akzeptiere, was er befohlen hat und dass ich akzeptiere, was er verboten hat, weil das halt eben von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, vom allmächtigen Gott. Okay? Also da bist du von überzeugt, dass das die Wahrheit ist, ja? Gut, dann sage ich dir das jetzt vor, weil du scheinst ein bisschen Stress da im Hintergrund zu haben. Okay, ich will unbedingt mit zuhören. Ja, super. Und dann sagst du das jetzt mit der Absicht, jetzt den Islam anzunehmen, okay? Ich sag's dir vor, Ja. ja? Eschhedu Eschhedu en en la ilaha la illallah ilaha wa illallah eschhedu wa Eschedu enne enna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ich sage jetzt zu den Brüdern. Masha'Allah, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Freut mich richtig, dass du dass du da zu unserem Weg gekommen bist, zum Weg des allmächtigen Gottes. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt den Islam angenommen hast, zu diesem erfreulichen Ereignis? Mein Mann ist ja geborener Muslim und dadurch haben wir halt öfter über den Islam geredet und das ist eigentlich das, woran ich immer geglaubt Ja, habe ja. und ich war schon immer davon überzeugt, auch dass ich konvertieren will die letzten Jahre, aber irgendwie hat mir der Mut gefehlt und irgendwie der gewisse Punkt zu sagen, so jetzt. Allahu Ja, Akbar. und seit meine Tochter da, also seit unsere Tochter geboren wurde, war ich mir eigentlich sicher, Masha'Allah. dass ich das machen möchte. Masha'Allah. Und ja, Gibt's jetzt, wo sie spricht und nachspricht und versteht und so, war eigentlich sicher, dass es jetzt ist Super, der richtige super, Zeitpunkt. super. Jetzt sind erstmal alle deine Sünden vergeben, deswegen bete direkt zu Gott, zum allmächtigen Gott, sag, oh Allah, gib mir dieses, gib mir jenes, all deine Wünsche, die du hast. Gab es irgendwas, was dir so den letzten Kick gegeben hat, außer deiner Tochter, wo du gesagt hast, jetzt, aber jetzt muss ich Gas geben? Gab es da noch irgendwie so einen letzten Schub, der dich davon überzeugt hat oder der dir diesen letzten Schub gegeben hat? Na, dass sie jetzt anfängt, sie will mit Papa zusammen beten und Masha'Allah. sagt schon Allahu Akbar und Ja, da war klar, also jetzt, super. damit es keine Zweifel für sie gibt, weil Papa macht und Mama nicht und Ja. Und guck mal, das, was du eben erzählt hast, ich habe eigentlich schon immer daran geglaubt. Ne? Das ist eigentlich etwas, was wir sehr häufig hören oder was ich sehr häufig gehört habe. Weil der Islam einfach die Religion der natürlichen Veranlagung ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu uns im Koran, Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Die natürliche Veranlagung, auf die Allah die Menschen erschaffen, auf die Allah Menschen, die Menschen erschaffen hat. Ja, nur viele, die lassen sich halt von ihrer Umgebung ablenken, vom wahren Weg. Aber der Islam ist einfach, Alhamdulillah, logisch. Das ist sehr schön. Ja, du bist ja auch in Hannover, da bist du ja gar nicht so weit hier von Braunschweig entfernt. Hoffen wir mal, dass dieser Lockdown bald mal aufhört. Dann kommst du ja. vielleicht mal mit deinem Mann hier in die Moschee. Und wir können dir auch übrigens über die Moschee können wir dir auch noch Bücher zusenden. Und Ja. damit du direkt so eine Art Starterpaket hast. Aber das Gute ist ja, dass du auch deinen Mann hast, der dir da auch weiterhelfen kann. Und wie gesagt, ihr seid immer herzlich willkommen. Herzlich willkommen Dankeschön. bei uns. Und wir können dir auch, in Hannover gibt es auch ein paar gute Adressen, wo auch auf Deutsch gepredigt wird. Da können wir euch auch gerne weiterhelfen. Ja? Ja, okay. Gibt es sonst noch irgendeine Frage? Nee.
Gut. Was man auch noch machen sollte, ist, wenn man den Islam angenommen hat, also du bist jetzt sowieso schon Muslimin, das ist jetzt keine Bedingung, um Islam anzunehmen, ist, dass man eine Ganzkörperwaschung nimmt. Also Ja. sich einfach unter die Dusche stellt und mit Wasser den ganzen Körper abduscht und Nase und Mund ausspült. Das ist, damit man sozusagen alle Unreinheiten nochmal von sich abwäscht. Ja? Okay. Inshallah. Gut, dann wünsche ich dir was. Und bestell deinem Mann schöne Grüße von uns. Möge Allah den auch belohnen dafür, dass er ein gutes Vorbild gewesen ist. Und möge Allah eure Tochter segnen und eure Ehe segnen. Ich wünsche dir was. Ne? Möge Allah euch Dankeschön. beschützen. Salam alaikum. Waalaikum salam. آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية.